damit herzlich willkommen hier bei Widget mit der Game Jam, mit dem Victor Scrooge und dem Kirby's Longschwert. Longschwert. Ja, er kann natürlich auch Kirby's Long Eye sein, aber das weiß ich nicht. Ich hoffe ja nicht beide, so ein Schlepphoden oder so. Ihr Opfer! Man nennt es Jackhoden. Was? Ein Schlapphoden? Ja, Jackhoden. Das hört sich an wie so eine. Ja, wir kommen übrigens bei Widget. Wir spielen wieder mal eine Runde zusammen. Zu viert. Die Chess hat Prioritäten umgeswitcht. Deswegen ist er leider nicht dabei. Deswegen sind wir die lustigen drei lustigen vier heute. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Die Jess Pinkmann, nicht die Game Chain. Die Game Chain ist da. Ach, die Game Chain ist da. Oh, verdammt. Dann ist die Chess halt nicht da. Das ist. Ist doch alles das Gleiche. Ich lerne doch noch. Ich bin alt und gebrechlich. Ja, natürlich. Ich habe sogar Jess verstanden, deswegen war ich auch. Nein, der hat Game Chat gesagt. Ja, dann wirklich? Ja. Das müssen wir mal überprüfen gleich. Hier gibt's eine Hassmail. Nein, lass es einfach so, wie es ist. Es gibt eine Hass. Okay, wir sind wieder da. Ich bin wieder hier. In meinem Revier. War nie wirklich weg. Hab ihn doch versteckt. Hä? Wie bin ich jetzt hier hochgekommen? Scheiße, warum bewegt er sich nicht? Was ist das? Jay wird gejagt. Ich bin ein bisschen oh, fuck! Und Steve ist tot. Slayer Wolf! Scrooge hat Jane kaputt gemacht. Ja, klar. Oh, einfach draufgehauen. Das wollte ich sogar tatsächlich, aber... Jetzt steht Scrooge direkt vor mir. Da bin ich nicht mehr. Hat er doch gar nicht. Er hat Jess getötet. Ach, hier ist ein Portal. Deswegen war ich weg. Alles klar. Können die Jäger auch durch das Portal durch? Ja, können sie. Ja, klar. Ja, das sieht ja cool aus mit dem Totenkopf. Was für ein Totenkopf? Ich will auch einen Totenkopf sehen. Diese Felsen, die aussehen wie so ein Totenkopf. Ach so, ja. Ja. Sieht nice aus. War da schon jemand oben drauf? Obwohl, ihr seid ja nicht da. Egal. Da können wir auch nicht wirklich hoch. Doch, da kann man hoch. Wo kann man hoch? Aber da ist eine Alpha-Wand im Weg. Eine Alpha-Wand. Der Ilu-Vater. Hast du eigentlich dir schon mal das Hörbuch von Mara und der Feuerbringer angehört? Ich? Ja, du. Nein. Das ist gesprochen von Christoph Maria Herbst. Das ist voll geil. Okay. Ich finde ihn sowieso total genial. Bis auf Stromberg. Stromberg ist die einzige Rolle, die ich überhaupt nicht leiden kann. Ich mag Stromberg weil halt voll gerne. So eine Antiperson ist, das ist ja halt so. Ich meine, der Charakter halt an sich ist natürlich nicht unbedingt sehr sympathisch, aber es ist echt lustig. Ja, ich mochte es halt nicht. Ich fand es auch ein bisschen schade, dass eine Zeit lang das Einzige, was von Christoph Maria Herbst Karriere zu sehen war, Stromberg gewesen ist. Der kann als Schauspieler deutlich mehr als nur Arsch sein. Ja klar, das mit Sicherheit, das können ja viele. Wie gesagt, ein Johnny Depp kann auch mehr als ein Pirat sein oder ein Hutmacher. Das stimmt. Hat jemand Jump Street, ey. Habt ihr Blow gesehen? Der war richtig gut. Blow, natürlich. Der war richtig gut. Alles Verfilmung. Oder Bio. Und auch so traurig. Ja, was heißt traurig? Also, ist halt so, wenn du halt Drogenboss bist. Wie hieß denn der, wo er Crybaby gespielt hat, wo er so eine Träne ins Gesicht hat? Der Film hieß übrigens Crybaby. Echt? Ja, ja, nein, oh mein Gott! Ich wusste das nicht mehr, das ist schon so lange her. Der heißt Crybaby, der Film. Crybaby, das war so witzig. Den hab ich tatsächlich noch nie geguckt. Ich auch nicht. Das ist wunderbar. Aber das ist auch schon eine ganze Weile her. Benny und June hab ich auch noch nicht gesehen. Was gab's denn noch schönes? Ich hab viele Johnny Depp Filme geguckt. Schaffe ich schon wieder einen Sieg? Ja, 4 in Los Angeles. Ich guck mir einfach den Sonnenuntergang an. Ich krass, schon wieder ein Sieg für mich. 4 in Los Angeles. Funny ist dem Spiel beigetreten. Das ist eine funny Sache. Oh yeah. Na gut. Noch eine Runde? Auf jeden Fall noch eine Runde. So. Ja, da geht es. Also, ich hab Mausekacke gefunden. Ich hab Mausekacke gefunden. Wir haben noch 15 Minuten, das sind fast. Das sieht ja noch reicht. Ich muss mir unbedingt was zu trinken einschenken. Kirby sagt Bescheid, wenn wir die Folge abbrechen. Jo. Also zum Ende kommen müssen. Wow, das war laut. Wieso echt so laut? Ja, das war mega laut. Okay, das war ein Special Effekt für die Folge extra. Ich glaube eher, dass die Gabi Jane gerade Durst hat. Ich trinke auch gerade einen Schluck. Ja, extrem. Mein Mund ist ganz trocken. Ich habe tatsächlich gar nichts mehr zu trinken da. Willst du was von mir abhaben?
Nee. Ich trinke gerade so einen Grapefruit Energy Drink ohne Energy. Ein Grapefruit? Ich trinke tatsächlich gar keine Energy Drinks. Echt nicht? Ich mag die auch nicht. Ich finde diese viel zu süßes. Ich mag sie meisten auch nicht, aber Rockstar mag ich gerne. Hey Kirby, guck mal, ich habe einen Stein. Guck mal. Im Brett? Dreh dich um. Bist du Harry Potter? Da ist eine Hexe am Fenster. Guck mal. Ja, wie sie alle hier stehen und gucken. Oh, da können wir nicht rein. Oh. Nein, ich bin auch nicht die Vorlage für Cold Mirrors Harry Potter und ein Stein gewesen. Das hab ich noch nie geguckt. Das könnte ich auch mal wieder. Echt nicht? Nein. Oh, Cold Mirror. Liebe sie. Cold Mirror liegt ist auch mittlerweile daran, auch, dass ich mit Harry Potter nichts anfangen kann. Cold Mirror ist mittlerweile auch eher Cult Mirror geworden. Cult Mirror. Ja, okay, du musst auch bedenken, Cold Mirror hat, glaube ich, das Video vor 8-9 Jahren hochgeladen. 8-9 Jahre? Länger. Ja, also eins der Urgesteine im Deutschen. Die haben sich natürlich alle umorientiert. Ich gucke immer noch sehr, sehr häufig Cult Mirror. Vor allem die ganzen Harry Podcasts, die sind so super. Ja, genau. Der Meinung bin ich auch. Was für eine Meinung bist du? Ich weiß immer noch nicht, wie ich meine andere Fähigkeit einsetze. Ich habe doch unten rechts diese Hexe, die sich so schnell bewegen kann. Wie setze ich das ein? Mit Rechtsklick. Nein, Rechtsklick ist ja... Ach, Rechtsklick, ich kann mich verwandeln quasi die ganze Zeit. Das ist meine Zweitfähigkeit. Ja, wenn du diese Kiste hast mit diesem... Ja, die mache ich ja mit Q. Und Rechtsklick ist der Würfel, meinst du, oder? Genau, rechtlich ist der Würfel, also, Kannst du dich in einen Gegenstand reinzaubern. Ja, und den kann ich ja bewegen. Von irgendwo. Kannst du, ja. Den kann ja. ich von irgendwo. Und dann habe ich. Nein! Doch. Du kannst dich selber bewegen. Nein. Du kannst keinen anderen Gegenstand bewegen. Ich kann dich selber bewegen. Doch, ich kann dir. Ich habe jetzt gerade ein Sofa erzeugt und kann das Sofa mit der Maus hin und her bewegen. Das ist die rosa Fähigkeit. Ich dachte, du hättest eine rosa Fähigkeit. Was ist denn die rosa Fähigkeit? Das ist das rosa Vieh, was du draufschicken kannst. Nee. Das finde ich doof tatsächlich. Gott, stimmt, wer auch immer da war, der ist echt blind. Ison. Ein Buch. Wo bist du denn? Da eigentlich nicht. Schade. Bist du im Labyrinth? Nee. Also bist du im Labyrinth? Nee. Also doch. Kannst du mir auch mal glauben, wenn ich die Wahrheit sage? Nee. Kannst du mir auch mal glauben, wenn ich lüge? Wie sieht's hier denn aus? Wer hat denn hier so ein Chaos veranstaltet? Ich werde gejagt! Das hört man gar nicht! Ich will mitjagen! Das hört ja auch kaum. Nee. Fuck! Der ist immer so still. Verdammt! Ich hab Janinja! Ja. Janemba! Hey, toll! Scrooge, hörst du auf mich zu teabacken? Guck mal, meine Brust, Mor! Du kannst nicht mit deiner Brust teabacken, das ist auch eklig. Ja, beweg dich mal, Jane. Ja, mach ich schon die ganze Zeit. Oh, hier hat sich wieder jemand als Buch. Also wirklich, seit der ersten Sekunde. So, wie kommt man auf diesen verdammten Scheißbaum hier? Da, wo ihr mich das letzte Mal verarscht habt. So, hier ist niemand. Bei Uhr. Da ist auch niemand. Du bewegst dich, hast du gesagt? Ja, die ganze Zeit schon. Aber linke auf rechte Po-Hälfte zählt nicht. Nee, sie. Ich häng fest. So. Sie wird in eine Kutsche verwandelt. Nein. Ja. Das ist ein kleiner Hinweis, ich habe sie gerade gesehen. Wo hast du mich denn gesehen? Ich glaube, ich habe dich gerade gesehen. Hm. Oh! Jetzt sehe ich dich. Ich hab sie! Hallo! 14 Sekunden, das schaffe ich doch locker! Scheiße! Oh Gott, geh runter! Oh mein Gott! Nein! Das kann doch nicht wahr sein! Wieso? Verdammt! Ah, du warst im Kürbis zu drin, gell?
Die ganze Zeit. Ja, hab ich doch gesagt. Ich hab dich doch gesehen. Ich hab über einen Kilometer zurückgelegt. Heftig. Kirby, was ist auch die Zeit? Wir haben 10 Minuten. Okay, gut. Vielleicht sollten wir das lassen mit den Fragen. Ja. Da bin ich nochmal. Ich hab da so ein geiles Herz bei. Kirby, sind wir weiter? Kirby, wie ist denn das jetzt eigentlich? So, Kirby, erzähl mal, wie ist das mit den Bienchen und den Blümchen? Ich hoffe, ich bin jetzt Hexe, wenn nicht, dann heule ich. Und Kamera. Wäre es ziemlich cool, wenn es hier irgendwann mal so eine Siegfahrt erweitert. Jetzt verstehe ich. Und man dann auch eine Nixe spielen könnte. Okay, ich habe es verstanden. Ich habe es verstanden. Diese Kiste ist Propwechsel. Und Kuh ist der Magen. Oh, ich bin Hexe! Okay, ich bin Alter, es gibt einen Hut mit einem Auge drinnen. Der ist cool, den will ich haben. Man kann übrigens bei den Instrumenten dann auch tatsächlich Melodien spielen. Ich weiß, hier findet mich keiner. Niemand wird mich hier finden. Niemand. Da rennt einfach mal sein komisches Gemälde rum bei mir. Oh, keiner von uns ist Ninja. Ein Ninja, sag ich schon. Jäger. Ninja! Ah! Okay! Da kann noch jemand gut schreien. La la la, la la la. Aber ich dachte, ich hab einen anderen Ort gesucht. Ich wollte hier eigentlich gar nicht. Wo ist denn der? Die Map verwirrt mich noch. Was geht denn da ab? Left me alone. Left me. Ich bin gerade eben sehr, sehr knapp von einem. Oh. Zu spät. Na gut. Ah, ich komme nicht raus. Verdammt. Ison hat mich erwischt. Er war nur noch Haut und Knochen. Seid ihr etwa alle schon tot? Wer war nur noch Haut und Knochen? Du. Echt? Was? Oh nee, Stiefelchen ist auch noch da. Dieses Theater ist so cool. Habt ihr die Masken schon gefunden? Ich habe so eine komische lachende Maske gesehen. Ja, das sind die Theatermasken. Die kann man sich dann noch als Pop verwandeln. Das ist voll cool. Es sind ja noch voll viele Hexen da. Oh mein Gott, der Typ, der im Zwischenraum hier unterwegs ist, sieht ja witzig aus. Kann er bitte vielleicht Englisch schreiben, weil Russisch verstehe ich gerade nicht. Das wirst du nicht. Das war ein EU-Server, aber. Nicht EU genug für uns. Das wird nicht schreiben. Deutsch, Mann! Deutsch! Nee, lass das lieber. Lass das. Lass das lieber. Das gibt Ärger. Man könnte jetzt einen historisch sehr inkorrekten Witz machen, aber das lasse ich lieber. No. Hä? Wieso no? Ich finde. Willst du etwa, dass ich einen historisch inkorrekten Witz mache? Ja, Witze sind immer in Ordnung, solange man sie als Witz meint. Jo, ich meine, man könnte natürlich dann auch sagen, dass es schon mal einen Österreicher gegeben hat, weswegen die Deutschen sehr viel Ärger gekriegt hatten. Mozart? Genau, Mozart. Okay. Habt ihr das gehört? Nein. Was? Das mit dem Österreicher? Nee. Was dann? Game Chain lebt noch. Ich hab's nicht. Ich hab's noch. Ich hab's noch. Versteckt. Alter. Game Chain lebt noch. Oh mein Gott. Wer spielt gerade für Sie? Ja. Jane, du kannst dich dann in der letzten Minute in ein Musikinstrument verwandeln und ein bisschen Musik spielen. Obwohl du bist in der letzten Minute. Ich bin jetzt. Oh ja. Da läuft aber gerade jemand. Das ist ein bisschen scheiße. Ist der da noch? Bist du der Apfel? Ja. Wie kann ich jetzt Musik spielen? Auf E. E? Hä? Ich hör fast gar nicht. Wir sind drei Jäger mit einem Stuhl beschäftigt. Wo ich will jetzt auch hier
Wo ist das Musikinstrument? Ich sehe es. Aber ich nicht. Aber warum ist das bei Jane so leise? Ich weiß es nicht. Sie ist super leise. Ich habe was gehört, ein Oboe oder irgend sowas. Ich kann nicht weg. Ich habe, glaube ich, die Trommel. Hab ich die Trommel schon mal ausprobiert? Wo also, sind denn überhaupt die Instrumente? Die liegen hier vorne vor der Bühne und im Keller sind noch zwei. Okay, alles klar. Sinn und Zweck verstanden. Nächste Runde in 15 Sekunden. Wie sieht es jetzt aus mit der Zeit? Einen haben wir noch, 15 Minuten haben wir, 15. Laut meiner Uhr. Kirby, kannst du das bestätigen ungefähr? Ja. Kennst du die Band Manowar? Meine Uhr? Manowar. Ja, das Manowar nicht. Ich habe tatsächlich verpasst, in Frankfurt noch live zu sehen. Ja, die Männer mit dem Bier, mit dem Bärenfell-Tanga. Ja, aber die. Das ist der einzige Mensch, der eine komplette Ölraffinerie für sich selber einnimmt. Joey DiMario. Ich habe letzte Woche Donnerstag Puddle of Mud live gesehen. Das war ganz cool. No, ich bin Jäger. Kirby und Adel. Aber wir sind drei Jäger. Ich würde sagen, wir gehen einfach nur Chain jagen, oder? Ja. Ey! Was? Ich guck nächste Woche Iron Maiden. Ich mein, wir können. Was, ehrlich? Ja. Ich meine, Let Me Alone können wir nicht angreifen. Der will ja nur allein werden. 58 Euro das Ticket, das ist so billig für Iron Maiden, ja. Das ist wirklich wenig. Ich war letztes Jahr bei Guns N' Roses und da hat ein Ticket irgendwie 150 gekostet. Das würde ich fast. Ja, gut, aber es ist auch Guns N' Roses, ne? Das stimmt. Ich häng fest, ich komme hier nicht mehr weg. Nice. Hallo, ja. Hallo. Okay, ich bleib da jetzt hier. Ich hab's gerade nicht gesehen, wo. Ich glaube, ich bin zu dick für dieses Versteck. Und deswegen kann ich nicht mehr raus. Ich sehe nichts. Cool, ich müsste eigentlich passen, warum geht's nicht? Wo ist das? Ich drücke alle Tasten, aber es geht nicht voran. Keine Ahnung. Wo ist denn du die? Du drückst alle Tasten. Alle Tasten drücke ich. Aber nichts funktioniert. Ich hab doch gerade eben was gesehen. Ich kann mich verwandeln. Ah, das Nigger, geht. Guck! Nice. Ja, und Nigger, guck. Das böse N-Wort. Der heißt so. Ich mach einfach ein bisschen Musik. Du machst ein bisschen Musik? Mhm. Das ist ja die Sache. Das ist ja jetzt Quatsch. Warte mal. Kann man hier auch irgendwie rennen oder so? Der Geist ist so süß. Es wird laut. Ah! Ich hatte gar keine Chance! Hey! Hingst du wirklich fest? Nee. Jane? Hingst du wirklich fest? Also vorhin. Und dann habe ich mich umgewandelt mit meiner Fähigkeit. Ich wollte gerade sagen, ich musste gerade nur kurz leise sein, dann konnte ich dich hören. Ich habe dich die ganze Zeit gehört, deswegen war ich erst im Keller drin. Hä? Aber ja, im Keller war ich doch gar nicht. Ja, ich konnte dich auch hören. Und relativ laut, deswegen war ich. So, dann wollen wir mal systematisch den Keller abrasen. Ja oder nö? Wo waren denn hier die. Okay. Gar keine Antwort ist auch eine Antwort. Ja, ja, deswegen. Oh, hier war ich ja noch nie drin. Ich hab kein Spiegelbild. Oh mein Gott! Du bist tot! Nein! Du bist ein Vampir! Nein! Ach, hinten geht's jetzt auch noch rein. Alter, was ist das hier? Alles. Hatte jemand die gleiche Idee wie ich? Ich wusste gar nicht, dass man hier reingehen kann. Und wo zur Hölle seid ihr? Ach da. Ja, wenigstens einer von euch. Lass die Bühne doch stehen. Nein. Nee. Muss alles auseinandergenommen werden. Dann hast du das hier vergessen. Was habe ich vergessen? Ja, den Baum hier rechts. Welchen Baum? Sieht das aus? Genau den, perfekt. Stirb, du Baum! Er will einfach nicht umfallen! Wir brauchen Papier! Okay, gut. Okay. Wir brauchen. Oh nein, Let Me Alone wurde geschnappt. Ach nein, warum lasst ihr denn nicht einfach allein? Ja. Das ist so unfair. Sorry, Models. Also, was ist das für ein fetter Hammer, der hier gerade durch die Gegend schwebt? Ja, wie komme ich denn hier hoch? Ach, that's what she said.
Ja. Ich bin auch gerade gar nicht im Spiel, ich guck nur gerade hier. In echt. In meiner Wohnung rum. Nee, das hört sich gerade noch viel falscher an, tatsächlich. Das sollte es auch. Ah, okay. Ah, das ist. Ah, das ist ihr Humor. Oh, Ironie. Nie gehört. Wie komme ich denn hier noch eine Etage höher? Geht das? Drax the Destroyer hieß der, glaube ich, ne? Guardians of the Galaxy. Ich muss mich outen, ich hab den gesehen, aber ich finde den nicht so gut. Welchen? Den ersten oder den zweiten? Den ersten ist halt aber nicht. Der erste war noch halbwegs lustig, ich weiß nicht, was Neues war. Aber den zweiten fand ich auch so unglaublich langweilig. Keine Ahnung, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, der erste war okay. Ja, Leute, aber die Folge ist beendet. Ja, okay. Ich will abmoderieren. Hört auf, so irgendwann die ganze Zeit. Ja, dann mach doch! Tschüss. Ciao. Bye bye. Tschüss. Tschüss. Tschüss.